Hi Leute, willkommen beim neuen Video von Aktienrunde.de. Hier geht es mit dem Echtgeldkonto von IQ Option weiter. Wähle hier im Asset US-Dollar, kanadische Dollar direkt den ersten Einstieg, weil der Markt überkauft ist und die vorige Kerze das obere Bollinger Band gekreuzt hat, quasi da entsprechend ausgebrochen ist. Die aktuelle Kerze ist jetzt zu dem Zeitpunkt, als ich eingestiegen bin, ordentlich nach unten gewachsen und deswegen habe ich den Einstiegspunkt gewählt. In diesem Fall ist das Ganze jedoch negativ ausgegangen. Die Kerze ist dann doch nochmal entsprechend weiter nach oben gegangen, nachdem sie erst extrem nach unten ausgeschlagen hat. Das heißt, der Trend nach oben hin hat effektiv weiter angehalten, wodurch die ganze Sache dann letztlich negativ ausgegangen ist für mich. Springen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar war hier das Asset US-Dollar Schweizer Franken interessant. Der Markt ist unterkauft gewesen, die Kerze hat das untere Bollinger Band gekreuzt und die aktuelle Kerze hat jetzt entsprechend in positiver Richtung eröffnet. Das heißt, auch da habe ich jetzt den Einstieg gewählt. Ich weiß, wie die Sache schon ausgegangen ist, weil die Session schon gelaufen ist. Sie ist negativ ausgegangen, in dem Falle glücklich für mich, denn warum auch immer war hier der Betrag nicht auf 5 Euro festgelegt, wie ich nach Money Management hier gerade trade, sondern da war nur der 1 Euro eingetragen, so wie es quasi am Anfang immer der Fall ist, wenn man dieses Programm öffnet. Somit habe ich jetzt in dem Falle, Klammer auf, zum Glück, Klammer zu, nur 1 Euro verloren, auch wenn der Trade natürlich negativ ausging. Ich habe das jetzt natürlich direkt angepasst mit den 5 Euro und entsprechend dann auch ein bisschen weiter getradet. Springe jetzt auch direkt zum nächsten Punkt. Das war im Prinzip nur eine kurze Zeit später, in dem Falle das Asset US-Dollar norwegische Kronen. Auch da war der Markt unterkauft, allerdings in dem Falle auch schon ein bisschen länger als jetzt in den vorherigen Situationen. Das heißt, wenn dann auch die Kerze entsprechend positiv eröffnet, ist davon auszugehen, dass der Trend dann auch zumindest ja, ein, zwei Kerzen anhält. Ich glaube, jetzt gleich habe ich den Einstiegspunkt gewählt. Jetzt sieht man auch, wie die aktuelle Kerze entsprechend positiv eröffnet. Kaufzeit ist noch ein bisschen hoch. Aber wenn ich jetzt einen recht tiefen Einstiegspunkt wählen kann und sich die Kerze entsprechend weiter nach oben entwickelt, dann ist da auf jeden Fall immer ein gutes Polster und deswegen ist so ein früher Einstiegspunkt meistens auch nicht verkehrt. Es hängt aber natürlich auch immer davon ab, wie sich der Markt in der Vergangenheit verhalten hat. Wenn es nämlich häufig vorkam, dass die Kerze nicht nur nach oben sich entwickelt hat, sondern dann die nächste Kerze direkt wieder nach unten, so wie es jetzt hier gerade auch der Fall zu sein schien, dann muss man natürlich auch vielleicht erstmal abwarten, wie sich die zweite Kerze entwickelt. Also so allgemein kann man das ja nie genau sagen. In diesem Fall ging das Ganze jedoch gut aus. Im Endeffekt hat die Folgekerze dann auch noch positiv abgeschlossen. Jetzt entwickelt sich die Sache wieder in die andere Richtung. Das heißt, zu dem Zeitpunkt habe ich dann natürlich auch keinen weiteren Einstieg gewählt. Ich glaube, bis zum nächsten Trade ist einiges an Zeit vergangen. Ich spule jetzt auch wieder dahin vor. Man kann es ja auch unten am Zeitstempel sehen. Dabei ging es jetzt um die Kursentwicklung beim Euro-US-Dollar. Ja, also im Nachhinein ist der Einstiegspunkt gar nicht mehr so richtig. Der Markt war zwar nach Oszillatoren entsprechend überkauft,
aber die Indikatoren waren jetzt nicht wirklich eindeutig, was jetzt die Kursentwicklung anging. Und das war einfach eine übereilte Entscheidung. Also im Endeffekt war die falsch. Man sieht jetzt auch, wie die Kerze nochmal weiter nach oben wächst. Das war definitiv ein falscher Einstiegspunkt. Die Konzentration war scheinbar da nicht mehr ganz so hoch. War definitiv nicht korrekt. Jetzt kam quasi erst so diese richtige Trendwende. Und ja, aber da steige ich dann natürlich nicht mehr ein, weil die Kerze schon so extrem nach unten gewachsen ist. Im Bereich der neutralen Zone kann es dann noch schnell wieder zu entsprechenden Kursrichtungswechseln kommen. Und deswegen ist ein Einstieg da zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr sinnvoll. Zwei Trades habe ich in dieser Session noch gemacht. Jetzt in diesem Fall beim US-Dollar-Schweizer Franken-Asset. Der Markt war unterkauft. Die beiden Oszillatoren Stochastik und RSI haben mittlerweile eine schon recht deutliche Tendenz nach oben. Und die Kerze ist auch entsprechend schon ordentlich nach oben gewachsen. Der Einstiegspunkt ist ein bisschen hoch gewählt. Ein bisschen früher wäre vielleicht noch sinnvoller gewesen. In diesem Fall ging das aber gut. Die nächste Kerze geht jetzt auch noch ein gutes Stück nach oben. Jetzt zieht sie doch erst noch mal runter. Also wenn ich jetzt beispielsweise vorher den Einstiegspunkt ein bisschen tiefer gesetzt hätte, dann wäre ich selbst auf diesem Niveau noch im Gewinn. Jetzt gerade zieht die Kerze nochmal ein bisschen hoch. Das reicht in dem Fall, glaube ich, auch. Es ist also ein sehr knappes Ergebnis. Ein früherer Einstieg wäre noch besser gewesen. Jetzt kommt auch der letzte Trade dieser Session. In dem Falle war es dann im Asset Euro australische Dollar. Hier hatte die erste Kerze jetzt schon entsprechend positiv abgeschlossen und die nächste Kerze hat auch positiv eröffnet, weshalb ich in diesem Falle dann einmal so ein bisschen auf Trendfolge gesetzt habe. Nicht ganz streng nach der Berg- und Talstrategie, dieser Ausbruchstrategie, die ich hier normal verfolge. Das hängt immer so ein bisschen von der Kursentwicklung auch ab. Hin und wieder ist es dann auch eben so, dass ich erst bei der zweiten Kerze einsteige. Das hängt dann A mit der Kursentwicklung aus der Vergangenheit zusammen und B auch mit der Kaufzeit. Hier sieht man jetzt auch richtig schön, wie die zweite Kerze entsprechend noch ordentlich nach oben gewachsen ist. Der Trade ging positiv aus. An der Stelle habe ich auch beendet, weil die Session eh nicht so gut gelaufen ist. Mit den zwei Trades am Ende, die positiv ausgegangen bin, war ich dann noch ganz zufrieden. Ansonsten war das ja eine sehr durchwachsene Session im Prinzip. Von daher, ja, nichts Besonderes. Also die Aufmerksamkeit, die Konzentration war zu dem Zeitpunkt irgendwie nicht ganz gegeben. Das soll soweit für dieses Video auch gewesen sein. Soweit erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!